Willkommen bei TV Schatz, heute mal wieder vom Sofa. Was bedeutet, wir testen einen Sekt? Und da muss ich mich ganz herzlich erstmal bei der, ja, wie sagt man, Community bedanken. Und zwar ist man ja immer so überlegen, welche Videos kommen gut an, was hat man noch nicht getestet. Und gerade bei Sekt habe ich gedacht, ich habe eigentlich ziemlich viele Produkte erfasst. Aber danke an euch. In den Kommentaren wurde ich eines Besseren belehrt und ganz toll, also das finde ich wirklich gut. Ich habe quasi eine vorgefertigte Einkaufsliste bekommen, was noch zu testen wäre. Und dann ist mir wirklich einer durch die Lappen gegangen, und zwar der Henkel Trocken. Ich habe wirklich den Henkel Trocken noch nie getestet. Ich weiß nicht, wie mir das passieren konnte. Ich habe schon mal Videos gemacht zu Produkten aus der Henkel und Co. GmbH, aber ich habe noch nie einen Henkel Trocken getestet. Dabei ist Henkel Trocken ja wirklich einer der bekanntesten Sekte Deutschlands. Früher hat es den immer, was heißt früher, ich bin jetzt schon einige Jahre nicht mehr geflogen, aber bei der Lufthansa gab es immer, wenn man einen Sekt bestellt hat, einen Henkel Trocken Piccolo, genau diesen hier. Deswegen, der Henkel Trocken begegnet einen auch überall in der Welt. Also egal, ob wir in Malediven selbst, haben wir den in der Bar bekommen. Wenn man einen Sekt bestellt, bekommt man einen Henkel Trocken. Ich weiß nicht, ob sie es uns nur, weil wir Deutsche sind, serviert haben. Aber der Henkel Trocken ist wirklich auf der ganzen Welt unterwegs. Was verspreche ich mir vom Henkel Trocken? Ich habe ihn jetzt auch schon ein paar Jahre nicht probiert. Also, wenn ich mich recht erinnere, ist es ein sehr logisch trockener Wein. Aber auch kein zu leichter. Also er ist schon vollmundig und hat eine gewisse Reife. Also ich werde mal gucken, ob das noch so ist. Bekannt aus Funk und Fernsehen. Ist ja mittlerweile eine Marke. Henkel & Co. in Wiesbaden. Achso, was ich vielleicht noch sagen wollte, das ist ein Cuvée-Sekt der trockenen Art. Ja, das ist, na, dafür ist er bekannt, ne? Schäumt wie ein Pilz. Ja, ganz klassisch, ja. Ich glaube, wenn man jetzt verschiedene Produkte hier herstellen würde, man würde, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, den Henkel herausriechen. Zum Wohl. Oh, interessant, ja. Also, ich habe doch etwas anders in Erinnerung. Ich schmecke tatsächlich neben den Zitrusfrüchten und klassischen, ja, Geschmackskomponenten für trockenen Sekt auch eine Banane, kann das sein? Einen leichten Bananeabgang. Das ist wahrscheinlich das, was ich im Hinterkopf mit nicht ganz leicht, ein bisschen vollmundig in Erinnerung habe. Aber ist ein Klassiker, ne? Also, ein Henkel Trocken, also rentiert sich eigentlich immer im Kühlschrank zu haben für etwas besondere Anlässe, dann kann man mal einen Henkel aufmachen, oder? Jetzt so Weihnachtszeit oder im neuen Jahr kann man mal einen Henkel probieren, warum nicht? Hm? Sehr fein. Also, vielen Dank für den Tipp an die aufmerksame Zuschauerin. Ihr könnt sehr gerne, sehr, sehr gerne weitere Wünsche in die Kommentare schreiben. Und ich habe auch gesehen, Henkel hat nicht nur den trockenen Sekt, sondern ganz viele verschiedene, die kann ich gerne mal, soweit sie erhältlich sind, durchtesten. Das war's mit meinem Video. Ich würde mich über eure Kommentare freuen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.